Nachwuchsracer, aufgepasst. Dieses Carbon-Mountainbike ist genau das Richtige für euch, wenn ihr euch mit Freunden auf dem Radweg duellieren oder die Freude an der Geschwindigkeit auf dem Trail ausleben wollt. Hallo, ich bin Martin vom Cubestar bei Multicycle. Bei uns bekommst du natürlich nicht nur Räder für Erwachsene, sondern auch für deinen Nachwuchs. Die Range an Kinderrädern wird dabei immer größer. Sie beginnt beim Laufrad und endet mittlerweile bei optisch tollen und hochwertig ausgerüsteten Bikes, wie zum Beispiel dem Reaction C62 Rookie. Dieses steht den Erwachsenenmodellen in nichts nach. Der Rahmen des Bikes ist aus hochwertigem C62 Carbon. Er wird im Advanced Trim Mold Verfahren hergestellt. Das macht ihn auch durch die Lackierung in Blue and Red optisch besonders schön. Und das Rad wiegt dadurch nur 10,4 Kilogramm. Eingeteilt ist das Rad in die Kategorie 3. Was das bedeutet, siehst du in unserem Video über die Klassifizierung, welches wir dir in der Ecke verlinken. Das Bike gibt es in zwei Größen, XS mit 27,5 Zoll Laufrädern und S mit 29ern. Hier siehst du es übrigens in der größeren Version. Ausgelegt sind die Rahmen auf eine Körpergröße von ca. 130 bis 150 cm. Es ist also für die meisten Jugendlichen das letzte Rad, bevor es in die Welt der normalen Cube Bikes geht. Die Manitou Luftfedergabel Marcours mit 100 mm Federweg verschafft den Kids gerade auf ruppigem Untergrund ein gutes Polster und sorgt für Spaß beim Befahren von Trails. Für die Sicherheit sehr gut, der Lockout kann ohne die Hand vom Lenker zu nehmen bedient werden. Viele sportliche Mountainbikes setzen auf knackige Schaltwerke von SRAM. Auch dieser Racer ist mit einer Schaltung des US-Herstellers ausgerüstet. Mit seiner 12-Gang-Schaltung kommen auch noch nicht so geübte Fahrer gut zurecht, denn es muss hier nicht noch auf dem vorderen Kettenblatt geschaltet werden. Neben der NX Eagle-Schaltung ist auch die Kassette von SRAM. Sie bietet mit 11 bis 50 Zehen eine für dieses Bike optimale Übersetzung. Wie bei den großen wird auch bei diesem Rad hydraulisch gebremst. Die Bremsscheiben der Magura MT30 haben vorne 180 und hinten 160 mm Durchmesser. Damit der Wechsel von Schläuchen ein Ende hat, besteht die Möglichkeit, den Ansa Attack Laufradsatz mit den Schwalbe-Reifen vorne der Racing Ray, hinten der Racing Ralph, tubeless umzurüsten. Eine tolle Kombination, oder? Sind deine Kids auch schon Feuer und Flamme? Dann schreib's uns bitte in den Kommentaren. Das Reaction C62 Rookie kostet 1599 Euro. Bis Ende 2020 erhältst du beim Kauf in deinem Cubestar bei Multicycle 3% Mehrwertsteuerrabatt. Du findest es online unter www.multicycle.de/459150. Auch für dieses und alle anderen bei uns verkauften Kinder- und Jugendräder pflanzen wir einen Baum, wo wir schon mit euren und unseren Baumspenden zur Aufforstung beitragen konnten, erfährst du auf www.jedesbikeeinbaum.de. Wo wir schon mit euren und unseren Baumständen zur Aufforstung beitragen konnten, erfährst du auf www.jedesbikeeinbaum.de. Ich habe mich verhascht mit Baumständen, habe ich gesagt. Ja, jetzt habe ich nicht aufgeschaut, oder? Ja. Ja. Jetzt bin ich eher oben rechts rum, oder? Oder ist das links schon? Nummer 4. Eingeteilt. Ah, schade. Eingeteilt. Ja, okay. Hm. Sicherheit sehr gut. Der Lockout kann bedient werden ohne dich. Du findest es online auf unserer Webseite
www.multicycle.de/459450. Ich habe mir die Namen nur vergessen. Damit der Wechsel von Schläuche ein andere, wo wir schon mit euren und unseren Baumstämmen zur Aufforstung beitragen konnten, erfährst du auf www.jedesbikeeinbaum.de. Schon wieder Baumstämmen gesagt. Das gibt's nicht! Baumspenden. Fangen wir nochmal von vorn. Jetzt wird's schon. Jetzt haben wir es bald.